Arkham Origins 37. Oh Gott. Die Bathöhle liegt in Trümmern. Alfred vermutlich schwer verletzt oder tot. Gut. Weil Bane rausbekommen hat, wer wir sind. Das haben wir ja schon. Das haben wir jetzt bekommen. Wir haben geguckt, was wir Neues bekommen haben. Jetzt kann ich hier noch was freischalten. Gibt es noch was du möchtest? Was ist das denn hier? Klebegranate und Annäherungssensor. Und danach kommt Splitterklebegranate, Splitter. Und mehr Kleb. Was ist das? Und. Stopp. Mhm. Das haben wir noch nicht. Schau mal unten. Exklusivfrequenzzünder, erhöhte Rauchmenge. Mach mal das. Lautsprecherunterbrechung. Mhm. Schau mal, was das ganz hinten ist, oder haben wir das schon freigeschaltet? Ist das nach rechts noch? Das war noch nicht freigeschaltet. Fernlenkralle, Anzahl Spulengeschosse. Das ist doch geil. Das ist geil. Können wir das öfter machen. Das finde ich super. So, und jetzt Alfred Ratton. Warum kann ich die Detektivsicht nicht machen? Hat er eben gesagt, geht nicht. Weil der Server abgestürzt ist. Ah, abgestürzt, so nennt man das. Repariere den Bad-Computer. Oh, ich wäre den letzten Hammer. Okay. Hä? Alfred! Da unten. Ist er drüben auf der Rampe beim Auto? Keine Ahnung, wo es hier los ist. Da liegt was, oder? Ist einiges kaputt. Das ist nur der Trainingscomputer. Guck nochmal in der Rundumsicht. So, nochmal da oben kurz. Von da aus, wenn ich ja mehr sehe. Da unten. Boah, fuck! No. Den da runtergeschmissen. Alfred, can you hear me? I'm going to get you out of there. Oh shit. Alfred? Alfred, you can't. Don't add me to the weight you carry. Aber den gibt's aber später noch. No! Come on, damn it! Supportive of what you do, but I understand now. Go. They need you out there. I can't defend Gotham. I can't even defend my own home. Master Bruce. Master Bruce, now is not the time for doubt. I can't do it. I can't stop them. No, you can't. Not on your own, but it's high time you realize that you are a man, not an island. And a man's strength comes not from just brawn and intelligence,
but also from his allies. C1 alert. The Joker has escaped from his cell and is leading the riots at Blackgate. Repeat, the Joker has taken over the entire prison. Multiple casualties, multiple hostages. Again, we have lost Blackgate. Captain Gordon is calling on anyone, anyone for assistance. They need you. No, they need us. Jetzt haben wir mal Blackgate auf. Aber wie cool das aussieht. So, Schluss mit lustig jetzt. Ah, holla die Waldfee, also. Cool, cool. Finde ich ganz schön gut. Ja. Ey, das Spiel ist halt super, macht so einen Spaß. Hast du so laut gegen das Auto gerempelt? Mal da hoch? Nee, ich glaube aufs Tor rauf. Jetzt nicht mehr, jetzt bist du zu niedrig, zu hoch. What do you think I was serving, jackass? That ain't gonna intimidate us. Geil. Achtung, von hinten. Ja. Nee, erst mit dem Cape Stun und dann drüber. Okay. No. Und die Elektros. Nein! Da hab ich verkackt. Ich wundere es gerade, dass sie. Dass es ganz wenige von diesen Martial Arts-Typen gibt. Weißt du, diese Ninja. Ja. Ich hätte eher erwartet, dass da viel mehr von denen jetzt kommen, so in der Späte des Spiels. Späte, ne? Das ist ein richtiges Wort. Ihr habt das zuerst gehört. Ja, das ist ja von. Der muss sich hinterher aber anhören. Could use your help. Captain Gordon's on his way. Secure the gates for him, then help him lock this place down. The Joker cannot be allowed out of here. Yes, sir. We're on it. Prison Officer 47 to Captain James Gordon. What is your ETA at Blackgate? Boah, fies. You're getting those gates open? Save the time you're here. Über Kanaldeckel da, oder? Ja, sieht so aus. Kannst du die rausgrappeln oder so? Nein, ich muss nur dran latschen. Ich stehe auch da, möglich Zugang zur Kanalisation. Geh mal von der anderen Seite hin. Gehen. Ja. Ja. Nee, komisch. Coming out of Blackgate. Everything okay? I should be asking you that. How are you feeling? Well, it's not every day that one's heart must be crudely resuscitated by defibrillation, but I must say I feel remarkably well, considering. Good to hear. Any arrhythmia, let me know immediately. Of course. But honestly, Bruce, I do think you have bigger things to worry about right now. Müsste er nicht eigentlich alle Knochen gebrochen haben? Wegen den paar Trümmern, die auf ihm drauf lagen. Ja, und dem Sturz liegt ja nur ein Auto auf ihm drauf. Ja, bin ich da irgendwie ran, Thomas? Kommst du da nicht her? Nee. Ach, da geht's weiter. Da geht's. Ah, okay. Nee, Klebe, Klebe. Okay. Sind schon mal andere runter hier gesprungen. Hä? Wieso liegen denn da Skelette? Ja, warum nicht? Wenn ich Google so ein Wochenende verbringst. Lass mal in den Knastkanal gehen. Mit dem Gerät hier.
Zip. Pep. Whee. Ich hatte übrigens gerade eben befürchtet, ja, dass das Spiel einfach damit endet. Wie er da am Computer steht und so nach oben guckt. Careful. Weil doch diese ganze Blackgate-Ausbruchsthematik wird doch auch in Batman Arkham Origins Blackgate behandelt. Was irgendwie ein paar Monate. Das ist das für PS Vita und 3DS, glaube ich. Und das handelt ja davon, dass es eben nach dem Spiel hier einen Ausbruch in Blackgate gibt. Okay. Deswegen ich es erst schon befürchtet hätte, von wegen sie. Das müsste man im nächsten Spiel erst. Das wäre aber ganz schön fies gewesen. Das wäre echt fies gewesen. Deswegen bin ich jetzt gerade sehr froh, dass es einfach weitergeht. Kannst du dir denn da so eine Klebe, so ein Klebefloß bauen oder geht das da rein? Würde ich eher nicht probieren. Sieht nicht so gesund aus. Geht. Aber wie cool der Kampf mit Firefly gerade eben, also vorhin war. Ich bin gerade eben in dieser Session total hin und her gerissen. Ich bin total geflasht von dem Spiel. Hin und her gerissen ist schon ziemlich geil und geiler Wahnsinn. Wie man immer so hin und her gerissen ist halt. Ups, der war Huber. Gleitern? Ich glaube ja. Was denn? Like a boss. Moin. Na, die sind wenigstens noch nicht so lange tot, dass da schon Skelette rumliegen. Ach, hier. Ich repariere das kurz. Ja. Die Animationen hatten sie noch auf Halde. Ah, guck an. Jetzt kann ich hier. Mit der Klebegranate. Hui. Und dann davor, genau. Ja, sensationell. Brauchst mich ja gar nicht mehr. Nee, tschüss. Kann ich ja nach Hause gehen. Ja, bis dann. Tschüss. Ohne dich bin ich halt nichts, Michi. Ja. Wie soll ich's machen? Was war das denn gerade? Warum ist der denn da reingefallen? Jetzt schaffe ich es nicht mal mehr so eine. Ja, weil das Ding halt noch da ist, das andere. Nein, das löst sich auch dann immer auf, wenn man eine neue macht. Achso. Achso, hä? Ja, ich muss erst anvisieren. Na gut. Was war das? Weil du das jetzt irgendwie zu weit um den Pfosten rumgedreht hast da, oder? Dass ich ihm reingefallen bin. Ja. Keine Ahnung, was war. Ich mach das gleich jetzt nochmal. Ich habe einfach nur das anvisiert. Und geschossen. Und dann ist er irgendwie aber reingefallen. Ich habe mich vertan. Falsch hingeguckt. Und wer hat sich nicht schon einmal vertan? Korrekt. Jetzt müssen wir schauen, wenn wir in der Zelle nochmal vorbeikommen, dass wir die Zelle vom Calendar Man noch anschauen, weil dann haben wir. Pump Generator, Pumpspeicherkraftwerk, müssen wir erst einschalten. Korrekt. Hab ich jetzt gemacht. Ja. Da drüben ist Lass so ein. Machen. Genau. Da kannst du doch. Ich kann wahrscheinlich erst so einen Anker so, dran schießen. Genau, du musst aber da jetzt erst. Nee, das ist ja dann für das Floß gedacht. Du erhebst mir jetzt den Wasserspiegel, damit du da mit dem Floß da oben durchfahren kannst. Du bist ja geil drauf. Aber das musst du erst woanders machen. Aber wow. Da, was ist das hier? Auch ein Ankerpunkt. Kannst du das einfach einschmeißen da? Oder ist das Holz? Das geht schon mal nicht. Nope. Geh nochmal in das Büro zurück, ob da nicht doch irgendwo der Knopf ist. Wie kann man eigentlich nochmal rennen? A gedrückt halten. Ah, guck an. Warte mal, stopp, links. Nee, doch nicht. Dachte. Ist halt komisch, dass hier was passiert überhaupt nichts, wenn ich da drauf drücke. Für kurze Zeit vielleicht. Was passiert denn da, wenn ich da drauf drücke? Nee, du musst halt erst, es muss dieser Generator erst an sein und dann kannst du hier einschalten. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Timing-Ding, weil es halt immer cool, weil es auch so 5 Sekunden halt hält. Ja, guck ich mir nochmal woanders um, oder? Vielleicht da hinten? Was ist denn da hinten? Kannst du da durchs Fenster? Durch? Ja, das müsste doch gehen. Probier das doch mal. Nee, den hier. Ja. Und dann gleich mit L bremsen, dass du nicht voll in die Wand fährst. Andere L. Und in den Automaten. Nehmen wir den hier, oder? Ja. Ach, musst du das vielleicht, schau mal, du musst es mit, ist da irgendwo noch ein, so ein... Das ist ein elektrisch aufladen.
Ist denn in dem Raum, wo der Knopf drin ist, vielleicht irgendwo Blitze? Oder vielleicht, wenn ich es hier. Nee. Vielleicht, wenn ich hier. Was meine ich? Vielleicht, wenn ich drauf drücke. Ah, ja, genau. Guck mal. Ist halt doch, ja, guck, es hat nämlich doch was. So, und dann schieße ich hier durch. Hast du recht. Ja, doch recht. Man muss halt doch hingucken, was passiert, wenn man drauf drückt. Okay, also. Und go. Ja. Yes! Like a boss. So, Wasserspiegel steigt. Kein Wunder, dass die so selten Schiffe ins Gefängnis reinlassen. Was das mal für ein Aufriss ist. Pup, pep. Und jetzt müsstest du das eigentlich hinsprayen. Ach, dann lässt er sofort los. Nee. Jetzt Klebeding auf, genau. Und kaputt sprengen. Sprengst du vorher weg. Floß bestimmt weg. Ja, geil. Unglaublich, wie wir das gemacht haben. Michi deutet mir an, dass ich mich umbringen soll. Ja, oder dass die Zeit abgelaufen ist. Eins von beiden, ich bin nicht ganz sicher. Mir wäre es lieber, wenn du dich umbringst. Dann kann ich nämlich den Rest des Spiels alleine spielen. Nein, aber tatsächlich ist diese Folge bereits wieder herum. Und in der nächsten Folge spiele ich. Bis dann. Dann seid ihr auch wieder da. Ciao. Tschüss.